Moin Leute und willkommen zurück zu State of Decay 2 mit der Schnocher und der Hallo. Fuba. Ich glaube, ich habe gar nichts zum Sprengen, so wie es aussieht. Na, Wo finde ich denn das? weiß ich auch nicht. Ah Gut. doch, Molotow-Cocktail hätte ich. Oder eine Dosenbombe, nehme ich die mit. Zack. Hattest du nicht letztes Mal Dosenbomben? Habe ich doch gerade gesagt. Brauchst du eigentlich noch so einen Wanderrucksack? Nö. Vor allen Dingen, ich hatte sogar noch einen im Lager. Null. Vor allen Dingen du, der die ganze Zeit da so viel immer eigentlich tragen muss, weil er 80 Millionen Pakete hat. Okay, now where's that Ich place? bestell halt 80 viel. Millionen. 80 Millionen Pakete. Wir rennen jetzt zur gelben Markierung, ja. Jo. Auf dem großen Wasserturm ist bestimmt auch irgendwas drauf, wenn man da hochkommt. Da wird doch was sein, ja. Oh, und da steht sogar ein Auto rum. Cool. Oh, hier liegt noch ein Bolzen rum. Wer den wohl verloren hat? Mit ihr habe ich gar keine Bolzen. So, aber jetzt hier die Ecke waren wir noch nicht, ne? Doch. Auch? Ja, wir waren hier vorne links bei den in den Okay. Gebäuden drinne. Ah, okay. Was ist das hier rote, das Lagerhaus? Weiß ich nicht, Da verschlicht. waren wir noch nicht drin, oder doch? Vielleicht dieses Kopfgeldgedönsbums. Nee, das ist ja da hinten, wo das Was so meinst orange markiert du ist. damit rot? Nee, hier vorne die Lagerhalle. Du hast auf der Minimap zeigt er dir doch immer die Gebäude an. Ich hab nicht drauf geachtet. So, vielleicht machen wir erstmal die draußen platt, die kommen ja eh rein gelaufen. Ja. Oh, ich passe nicht durch. Willst du mich verarschen? Oh, der reagiert auf mich. You guys can't get rid of me that easily. What's next? Toll, der hat mich wieder gebissen. Weichst du denn immer aus? Nö. Hast du so viel Lack, dass die dich nie treffen, oder was? Ich kann's einfach, verstehst du? Das erste Spiel, wo ich wahrscheinlich ein bisschen besser bin als du. Ja gut, wenn du den ersten Teil da schon durchgesuchtet hast, ist das ja kein Wunder, ne? Plague Hearts must give off tremendous heat. Okay, draußen scheint jetzt erstmal sauber zu sein. Hier drin sind wahrscheinlich noch welche. Toll, die Tür ist hier offen. Wo ist denn das? Ach, hier. Kleinen Raum wahrscheinlich. Okay, ich werfe mal. Bist du bereit? Ja. Oh, bestell ich doch mal Bist jetzt du richtig. reingebrochen? Nein, ich versuche gerade noch richtig. Jetzt. Fire in the hole! Klang jetzt nicht so, als wenn es sie getroffen hat. Ups. Also zwei haben getroffen. This will take forever. I need a better plan. Jetzt kommen sie. Weg, weg, weg. Jetzt bist du auch verletzt, oder? Nö, nicht wirklich. Na, ich hab wieder eine Verletzung. Hä? Wieso hast du keine Verletzung? So, ohne solche.
Das Ding hat dieses Brrr gemacht und... Weißt du, wo ist auf dem Boden dieses... Okay. Es kommt noch jemand angelaufen. Ah, das ist noch gar nicht kaputt gewesen. Nee, das ist noch nicht kaputt. Ich dachte, weil das ja dieses Haut gemacht hat. Nee, nee, nee. Das macht das Geräusch. So, ich verliere jetzt auch durchgehend. Auch eine Pause. Jetzt ist es kaputt. Aber du musst es wieder zuerst öffnen. Ich krieg immer die tollen Sachen. Ja, Arschloch. Arschloch. Vor allen Dingen ist sie jetzt wieder verletzt mit dem verletzten Zeichen. Weil ich so ein Arschloch bin, lasse ich mal die Seuchenproben für dich drinne. Ach, die nimmst du immer raus. Jo. Vor allen Dingen jetzt ist sie auch bei mir erschöpft. Dann nur Seuchenproben hat er drin gelassen. Das ist ja ein Arschloch. Junge, Junge, Junge. Zum Bluten habe ich hier auch nichts. What do we have here? Nichts zu tun habe ich hier. Echt gar nichts. Cleared this one out. Jetzt unser Bereich relativ safe, ne? Infizierungsschwere 3 haben wir da unten noch. Okay. Ohne Dosenbombe. Hey, I've got another thing to keep you busy. Sie ist jetzt auch schon wieder über die Hälfte mit solchen. Oh, ich bin doch verletzt, sehe ich gerade. Wie, das hast du vorher nicht gesehen? Nee, ich wusste ja nicht, wo es steht. Ja, neben HP-Balken ist dann rechts dieses Kopfsymbol. Ja, in dem, wo das Ding angefangen hat zu schreien und dann diesen, ich sag jetzt mal, Fußstampfer, macht der Kind Stampfer, aber da hast du ja ein bisschen Schaden bekommen und dann halt die Verletzung. Gut, dann können wir ja auf dem Weg dahin noch den Außenposten besetzen, ne? Wenn wir das können, ja. Ach, du meinst hier die blaue Lagerhalle? Ja, ja, hier vorne die Lagerhalle einfach. Hast du nicht was von der roten erzählt? Ja, die hat, als das Seuchenherz noch da war, war es auf der Map nicht weiß, sondern rot. Ach so. Huch. Oh, sind da noch einige solchen Herzen hier? Ein paar haben wir noch mal. So. Kannst du denn noch mal gucken, ob du denn noch eine solchen Probe hast? Also ich gucke erstmal mal mein Lager. Ich kann dir eine Win werfen. Echt? Ich hab dir vielen geworfen. Ja, nämlich. Pass auf, Zombie-Horde. Ja, die ist ein Stück weg, ne? So, das hier vorne wolltest du jetzt einnehmen, ne? Ja. Du hattest aber alles weggelootet da, ja? Nee. Aus dem Raum? Jetzt, wo wir eben waren? Nein, bei weitem ja. Nicht. Bei weitem nicht. Weil ich ja noch zwei Plätze frei hab im Rucksack. Bedingungen nicht erfüllt. Warte, wieso fehlt mir so viel Einfluss? Weiß ich nicht. Durch das Suchen vielleicht immer? Wie viel brauchst du denn? 1500. Wo sehe ich denn, wie viel Einfluss? Ich habe 2900. Da, wenn du U drückst, links oben in dieser Übersicht. Links oben in der Übersicht. Da, wo dieser Stern ist. Wenn ich neben den Schrauben. Wenn ich U klicke. Aber ich habe doch 1500.
Vielleicht musst du ach so überhalten. Ach, deswegen deswegen müssen wir die Kommandozentrale aufleveln, damit ich noch einen weiteren Außenposten. Aber warte mal, ich kann ja eventuell die anderen aufheben von unserem ersten Gebiet. Das weiß ich nicht. Kann man das nicht verlassen? Bla. Also früher ging das zumindest. Jetzt anscheinend nicht. Ja, ah, doch. I don't think so. Ich glaube. Außenposten aufgeben. Okay, zack. Dauert jetzt 10 Sekunden. Wenn so. Du den jetzt hier einnimmst, muss ich aber trotzdem in das Hauptlager zurück, oder? Für den großen Rucksack, ansonsten nicht. Aber jetzt für Krankenstationen und sowas. Na, da musst du hin. Aber scheinbar kann man die Außenposten auch aufleveln, so wie ich das eben gesehen habe. I'm exhausted. Sie ist erschöpft, mein Freund. Sie ist erschöpft. Aber eigentlich kann ich dir doch die Seuchenproben eh wiedergeben, weil ich kann ja keine herstellen. Weil mir dieses Plus fehlt. Verstehe ich nicht, warum. Das hast du. Das hast du auch bei U links oben dann. Ach, zwischen der Munition ach, und dem Pitta-Ding. Da brauchst du Ressourcen, okay? Ja, genau. Das ist ja bescheuert. Und da habe ich nur noch ein Plus. Bei diesem Medizin-Ding. Und wenn du jetzt hier Medizinsuche machst oder so, ich krieg ja immer nur... Mal, vielleicht kriegst du jetzt was ab, weil ich ja Medizin abliefer. Achte mal drauf. Nee. Das kriegst du ja. Ich, jetzt? Wenn ich hier so einen Rucksack... Ich habe jetzt plus 5 Einfluss bekommen. Okay. Und oben bei 1, das bleibt stehen. Zombies kommen wieder. Time to put them away. Wie auch gar nicht kommt, wisst ihr. Jetzt brauchen wir die auch nicht mehr. Wieso? Jetzt kommt, bereite dich auf den Zombie-Angriff vor. Dann kommen noch mehr. Naja, sag ich doch. Ich kann keine solchen Proben herstellen. Ja, und wenn ich jetzt so einen Rucksack hinpacke, ne? Dann zählt der ja auch nur für dich und nicht für mich. Das ist das Lustige. Geht los. Jetzt kommen wieder von hinten. Ja, einer. Wie er da gleich rausjumpt. Na klar, um den umzuhauen. Am Haupteingang ballert auch einer. Take it easy. Hier kommen noch mehr. 4 Stück. Eingang ist zu. Kaputt. Wie Eingang ist kaputt? Haupteingang der Zombie ist kaputt. So. Kommt noch einer hier bei dir? Hey, what's up? Oh, ich wollte nicht mit ihm sprechen. Einfach nur die Tür zu machen, ihr Idioten. So, jetzt müssen wir wieder. Nee, diesmal müssen wir nicht Zombies finden. Aber ich finde das ein bisschen doof, dass ich das halt nicht finden kann, Nana. Dass du es nicht finden kannst, was? Nee, das nicht finden, sondern dass ich das nicht bekomme da. Also, dass wir nicht beide auf das gleiche Lager zugreifen, finde ich ein bisschen dumm.
Vielleicht ganz gut so. Ja, aber das wäre doch so gesehen dann vollkommen egal. So. Dann brauchen wir noch Ressourcen. Zack, 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 zack. Baumaterial. Ja, kannst du einmal gucken, ob du mir drei solchen Dinger herstellen kannst? Solchen Proben? Wie kann ich die fallen lassen? Ja. Drei solchen Dinger. Wo waren das jetzt wieder? Da und dann links und links unten. Bei mir ist es doch anders als bei dir. Solchen Heilmittel meinst du, ja? Hä? War das jetzt ein Ja? Solchen Heilmittel, ja. Genau das. Dankeschön. Juhu. Aber auch lustig, dass du halt so viel Zeug davon hast, dass du das einfach so easy peasy herstellen kannst. Ich krieg ja, glaube ich, pro abgelieferten Rucksack 5 von diesen Sachen dann immer. Ja, was macht der dann denn? So, machen wir erstmal Folgenpursche. Fragt er und bekommt keine Antwort. Folgenpusten, ja. Ja, ich habe mich gerade einmal geheilt. Gut. Spitzel, bedanke dich. Spitzel, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.